whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich eine kleine Probe zugeschickt bekommen von Artbeck. Und das ist der Artbeck Dark Cove. Also die dunkle Höhle. Und wie das letzte Mal, als ich einen probiert habe, habe ich auch hier wieder so eine kleine Probe bekommen mit Aufkleber. Und dieser Dark Cove, den wird es in zwei Ausführungen wohl geben. Und zwar einmal mit 55 Volumenprozenten, die wird nicht so einfach zu bekommen sein. Und die zweite mit 46,5 Volumenprozenten, wie man so gehört hat, die wird allgemein verfügbar sein. Wie viele Flaschen es davon geben wird, weiß man auch nicht so genau. Keine Altersangabe. Viel Tamtam. Jo, die Flasche wird teuer. Ja, kennen wir von den anderen Artbacks vorher. Das Besondere an diesem Artback der dunklen Höhle ist es, dass er ja der dunkelste Artback sein soll. Jo, stimmt nicht. Es gab dunklere Artbacks, aber unter den ja aktuell verfügbaren, drücken wir es mal so aus, ist es der dunkelste und es gibt sehr wenige Artbacks, die dunkler waren. Er ist also dunkler als ein Ugedal. Das hat einen Grund, weil hier Sherryfässer mit verwendet wurden. Ich drehe dieses Video gerade, als ich jetzt dieses Fläschchen bekommen habe. Und so richtig viel habe ich noch nicht rausgefunden. Ich habe auch noch keine große Flasche bekommen. Wenn wir eine große haben, die wir auch verkaufen können, in ausreichender Stückzahl, dann werde ich dieses Video hierzu einblenden. Ansonsten werde ich das veröffentlichen, wenn die Haltefrist der Pressemeldung abgelaufen ist, die ich noch gar nicht mal habe. Ich habe das bekommen, kleine Karte dabei, Pressemeldung kommt später, bitte nicht veröffentlichen. Jo, also ich drehe es jetzt schon mal und wenn Sie das jetzt sehen, dann ist die Veröffentlichungsfrist abgelaufen. Da weiß man dann vielleicht viel mehr und ich habe hier einen vom Wolf erzählt. Nun gut, das ist immer eine schöne Geschichte, wenn man mal was so frei probieren kann. Ich habe im Internet ein bisschen was an Text gefunden. Da gab es also auch schon einen offiziellen Anhänger, den jemand mal eingescannt und veröffentlicht hat. Da habe ich also was gefunden. Und inspiriert, jetzt muss ich das so on the fly übersetzen, ich bin kein Simultanübersetzer, ein paar Worte werden mir fehlen, aber ich probiere es mal. Inspiriert bei unserer turbulenten Vergangenheit, das ist ein Treffen von Artbacks, die in Ex-Bourbon-Fässern und einem Herz von dunklen Sherry-Fässern verheiratet sind. Das heißt, wir haben es also mit einer Mischung von zwei verschiedenen Fasstypen zu tun und nicht von einem Finishing. So, das heißt, diese dunklen Sherryfässer dürften auch schon ein bisschen härtere Eichengewürze abgeben. Dark Sherry Cask, dunkle Sherryfässer bedeutet, wir haben es also entweder mit dem Oloroso oder mit dem Pedro Jimenez zu tun. Andere Sherrys reifen typischerweise etwas heller, wobei es so den einen oder anderen Exoten geben wird, der dann auch dunkel reifen wird. Die kenne ich jetzt aber nicht so direkt. Farbe. Der dunkelste Artback ever. Ja, wie gesagt, das stimmt nicht. Allein diese, wie heißt das? Ich kann das Wort nicht richtig aussprechen. Diese Festivalabfüllungen von Artback. Da gab es einen, der war pur aus Sherryfässern. Der war dunkler. Jo. Also ever stimmt nicht. In der Nase zuerst etwas fleischig, erdig und würzig, dann dunkle Schokolade mit Orange, Toffee, Coffee and Oak. Das klingt also alles ganz stark nach Sherryfass-Whisky. Rauchiges Freudenfeuer im Hintergrund mit einer mysteriösen floralen Note. Black Currant, das sind schwarze Johannisbeeren, ne? Schwarze Johannisbeerbüsche, wenn die blühen, weiß ich nicht, ne? Habe ich mal einen blühenden Johannisbeerbusch gerochen? Nein. Und dann etwas Leinsamenöl. Im Geschmack etwas zesty, also säuerlich, Leim, Limette, dann Trauben, Datteln, Ingwer. Das kommt dann vom Fass. Pfeffer, auch vom Fass.
kommen und gehen dann wieder zurück. Schwelende Holzkohle, Holzpolitur und dann Teer, Asphalt, Noten. Ja, danke. Und dann am Schluss wird es also etwas süffiger, wie Räucherschinken, aber cured, also gekochter, ne? Gekochter Schinken, räuchert. Und Squid Ink Noodles, das ist Tintenfischfarbe, oder? Da gibt es so Nudeln, die sind so schwarz, ne? Ja, im Abgang lang und würzig und reich mit Toffee, Coffee und Teer. Ja, das mit dem Teer ist nicht meins. Aber der Rest klang jetzt schon ganz gut. 55 Volumenprozent, also das ist der hochprozentige und nicht der 46,5er. Ich werde den jetzt, ja, riechen dran muss ich nicht, schöne Sichtung drin, sehr schöne Sampleflasche holen. Jo, Artback. Und ich werde den jetzt verdünnen auf 46,5 Volumenprozente. Plus, minus. Damit er dann später den frei verkauflichen Flaschen nahe kommt. Könnte ein bisschen wenig sein. Nein, jetzt riechen wir aber erstmal. Ja, ganz deutliche Rauchnote. Aber nicht so total drüber, sondern dahinter schon eine schöne Substanz, ein schönes Volumen, ein schönes Toffee. Jo. Wenn ich daran riechen würde, würde ich erstmal sagen, Ugedal. Ja, klar, Ugedal hat ja auch, ich sag mal so ungefähr einen 10%igen Sherryfassanteil dran. Und wenn man die Farbe vom Ugedal mit dem hier vergleicht, kommt man so, ja, sag ich mal, der ist vielleicht noch 20% dunkler. Ne? Also dürfte jetzt nicht 10, sondern 12 oder 15% Sherryfass-Whiskys drin haben. Aber eine der wenigen Whiskys von Artback, die Sherryfass-Anteile enthalten. Und deshalb hat mir der Ugedal außergewöhnlich gut geschmeckt, weil einfach dieser extreme Rauch einen wunderbaren Kontrapunkt mit dem Sherry bekommt. Alkoholische Note ziemlich scharf mit dabei. Und so ein bisschen eine säuerliche Note kommt jetzt auch durch, tatsächlich. Das erste Riechen sehr, sehr angenehm und jetzt immer mehr Alkohol, immer schärfer, immer kühler in der Nase. Also so ganz pur geht er für mich nicht. Schauen wir mal das mal ein bisschen runterbekommen. Ungefähr 20% muss ich zugeben. Oder 18%, das war wahrscheinlich noch ein bisschen zu wenig. Wahrscheinlich aber jetzt so 48% oder so. Jetzt mischen wir mal, damit die ganzen Schlieren aufhören. Jo. Und jetzt wird er deutlich milder, deutlich weicher. Und tatsächlich erinnert mich ein bisschen an Orange. Jetzt kommt man näher durch von den Ex-Bourbon-Fässern. Schön, ja, durchaus elegante, schöne, liebliche Nase. Jetzt schauen wir mal, was der Geschmack sagt. Mhm. Ja, zuerst kommt tatsächlich die leichte Würze. Ja, Ingwer kann es sein, Pfeffer kann es sein. Chili ist normalerweise schärfer. Das ist es nicht. Und es beißt jetzt sehr schön im Mund aus. Und die ganz zarte Bitternote des Kaffees kommt jetzt im Abgang. Jo. Das sind, jo, europäische Eichenfässer. Doch, die Eichennote ist deutlich. Spricht auch dafür, dass man da drin länger gelagert hat. Dass also dieser Whisky tatsächlich ein Tick weit älter ist. Zumindest mal der aus dem Sherryfass kam. Was mit dem Ex-Bourbon-Fässern ist, weiß ich nicht. So dunkle Sherryfässer
dunkeln einen Whisky extrem ab. Also, ich würde mal sagen, so ein Sherry-Fass auf 10 bis 15 Ex-Bourbon-Fässer führen schon zu so einer vergleichsweise dunklen Note, wenn man die Sherry-Fässer, ja, wenn die Ex-Bourbon-Fässer nicht zu oft benutzt wurden und nicht zu kurz gereift sind, dann müsste das schon funktionieren. Ganz Tick an Jugend spüre ich auch noch, nicht so dominant. Jugend tut sich immer hart gegen den Rauch. Rauch legt sich auf den Mund, auf die Schleimhäute, verbirgt die Jugend. Darum kann man rauchige Whiskys hervorragend jung abfüllen. Ein Hauch davon meine ich zu bemerken. Die Nase ist wundervoll. Der Rauch ist jetzt bei der Verdünnung ein Stück weit zurückgegangen, bindet sich wunderbar mit den Früchten ein. Leichtere Früchte, vielleicht sind das diese Blumen von der Johannes, ich kenne sie nicht. Ne? Jo, auch ein bisschen ölig. Ob das dieses Leinsamenöl ist, weiß ich jetzt auch nicht. Olivenöl sicherlich nicht. Und dann wieder diese leichte Ginger-Schärfe, Ingwer-Schärfe oder Pfeffer. Ja. Das ist ein Artback, wie man ihn sich wünscht. Das ist richtig gut. Wenn Sie nun keine Chance gehabt haben, diese Flasche zu bekommen, das wird wieder, ich sag's mal, grauenvoll. Die Jagd nach der Beute. Kaufen Sie einfach einen Ugedal. Der zusammen mit dem Ugedal, ich glaube, der ist sherrytöniger, etwas mehr spicy, also würziger als der Ugedal. Aber der Ugedal geht schon ein gutes Stück in diese Richtung. Jo, herzlichen Dank, dass ich von Artback so eine Probe bekommen habe und herzlichen Dank, dass Sie mir hier zugeschaut haben und schauen Sie ab und an bei uns im Shopsystem vorbei, ob es diesen Dark Cove tatsächlich auch mit den 46,5 Volumenprozenten bei uns zu kaufen gibt. Reservierungen machen wir nicht, können Sie fast vergessen. Ja, es sei denn, es sind richtig viele, halten Sie aber auch länger durch, ne? Alles klar. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.